Und mit diesen Nachrichten schalten wir zu unserem Außenkorrespondenten Jan Fieber. Jan, was sagst du dazu? Ja, Jan, vielen Dank. Nur wenige Meter hier von meinem Standpunkt hat sich das Ereignis zugetragen. Da fragt man sich natürlich, ja, was Maluna und Malphite hier gleichzeitig gesagt haben könnten, was zu diesem Ereignis geführt hat. Wir werden jetzt erstmal uns zurückziehen hier von diesem Standort, bevor es zu gefährlich wird, und schalten zurück ins Studio. Tschüss. Die drei Kids am Anfang, die waren halt so, meh, aber ab dann, also die kommen hier immer mit einen Hucken rein und dann E und Ult, du hast reingeholt, die war echt geil. Wir machen jetzt aber nochmal das gleiche, aber auf aggressiver Basis, ja? Okay. Oh. Ja, Jinx spielen? Nee, ich bin zufrieden mit Miss Fox. Unsere Lane gefällt mir ganz gut für unsere Combo. Trundle und Renekton gefallen mir gar nicht. Wollen wir Couple hier angepasste Skins nehmen? Oh mein Gott. Oh, rot, oder? Nee, war pink? Rot? Ich hab irgendwas Rotes muss, hier. Ich kann den, hast du einen Weihnachtsskin? Nö. Malphite hat kein Weihnachtsskin. Imagine Christmas Malphite, der einfach ein Baum ist. Oh, das ist sweet. Was geht man denn momentan auf AP? Wahrscheinlich Ludens wegen Mana und so, ne? Müsst ihr Exile Rakan spielen für die Skin? Ja, nee. Das sieht doch schön aus. Passt farblich. Der Rest halt passt halt nicht farblich. Hey, seit wann gibt es Project Renekton? Das sieht ja funny aus. Ach, müssen wir leashen hier unten. Imagine leashing. I'm Malphite, I'm helping. Okay, basically bis Level 6 sind wir in dieser Lane extrem am Untergehen, außer du pokst die des Todes weg. Was ich nicht erwarte. Weil das ist eine harte Poke-Lane. Basically müssen wir nur bis Level 6 überleben. Wenn wir bis Level 6 nicht sterben, haben wir unser Ziel erreicht. Gott, gegen die beiden das Support-Item mitzunehmen, war ja auch nicht so der Plan. Danke. Gegen die Vel'Koz-Q ist es ganz oft Richtig. Ich finde das so weird, weil das ist so kontraproduktiv fühlt sich das an. Ich komme halt nicht ran, um zu poken mit mehr. Danke. Oh Gott, oh Gott. Guter Flash, ja. Raus. Ich komme nicht raus. Ah, oh, schade. He's bad. Ja, wie gesagt, sobald wir die All-In können, wird das angenehmer. Bis dahin ist das pure Pain. Natürlich auch schön, dass Warwick jetzt hier ist, wo die gerade weg sind. Der Drache? Du solltest farmen. Solange die nicht da sind, sollten wir farmen, so viel es geht. Du bist ein Warwick. Du sollst farmen. Alles gut. Aber ich kann auch helfen beim Brennen, oder? Ja. Du kannst auch mal hochrotieren, wenn die Gegner kommen. Farm ist wichtiger für dich, glaube ich, an der Stelle. Aber jetzt ist es zu schwer, weil die jetzt kommen. Jetzt kannst du wieder herkommen. Okay. Ja, also jetzt, wo du das letzte Mal umgeredet bist, da hättest du quasi erst kommen müssen. Bis dahin hättest du farmen können eigentlich. Aber nach dem Game gehe ich, glaube ich, auch wirklich auf deinen Fall. Weil ich bin langsam ein bisschen müde. Ein bisschen was? Bisschen müde. Kommt da die hessische Seite jetzt wieder aus dir raus, oder? Jo. Oh Gott. Wir können da rein, soweit Borg kommt. I need help, I need... Oh. Ja, lauf außen rum. Sehr schön. Wave rein pushen auf jeden Fall. Oh, da kommt Akali. Back. Alter, was war das denn für eine komisch buggige Animation? Ja, raus da, die macht euch beide. Hast du gerade To-Do-Aufgaben erledigt? Ja! Hey! Botlane, einen Kill machen, check. Ting! Oh no. Oh, ja, wir sind schon wieder raus hier. Da haben wir das Level 6 nicht respektiert. Da habe ich aber nicht aufgepasst, dass sie Level 6 haben. Ja, genau. Aber das wird jetzt gemacht. Ich würde da auch echt gern helfen. Wo ist Warwick? Zed meine ich? Warum ist der nicht mitgekommen? Wir sind beide in die Richtung gelaufen und ich war so, okay, Zed, let's go. Mit der Kamera hochgegangen, hab so gepaart. Aber Zed ist einfach umgedreht, what the fuck? Der Junge hat mich einfach verkauft. Die macht mich halt einfach, ne? Ja. Wir sind zwei Level unter denen. Wir können nichts machen, außer der Tower fahren gerade. Ja, das ist schon wieder Antifahren, muss ich sagen. Let's go. Leider ohne dich, aber trotzdem gut für uns als Lane. Ich glaube, ab jetzt gewinnen wir das. Wenn wir uns jetzt nicht runterpocken lassen, All-In gehen. Famous und einfach auf die Lane kommen und die All-In. Doch. Da ist Potenzial. Also irgendwie laufe ich eher rein. Okay, kein Fighten bis in 20 Sekunden, dann habe ich Ulti. Kein Fighten, kein Poken lassen. 10 Sekunden. Bist du bereit? Yes, ich bin bereit. Wir warten, bis wir auf einen Punkt stehen. Jetzt. Oh. Ult.
Let's go. Yeah. Ganz genau so, sag ich doch. Jetzt gehört die Lane uns. Bist du bereit? Ja. Ult. Weil du hast noch gesagt, warte, bis ich auf einem Punkt stehen oder was? Jetzt ist es auch. Ja, das war ein bisschen spontan, das stimmt. Aber ich habe sie gesehen und ich war so, okay, ich muss da rein. Man kann mal Fragen stellen in meiner Instagram-Story, aber witzige Fragen. Nicht sowas wie, was ist deine Lieblings-, keine Ahnung, deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsessen mal sein? Spaghetti. Spaghetti. Nudeln. Nudeln, ja, Kalissi. Mega solide. Ist echt mega solide schon. Besonders gefüllte Nudeln mag ich gerne. Du kannst so viele verschiedene Nudelvariationen machen. Ach, come on, Caitlin, was soll die Scheiße? Wir könnten unseren Tower eh nicht deffen. Actually, Zed kommt runter. Ja, du bist aber viel zu spät, Zed. Zed, warum gehst du denn auf den da oben? Legende. Warum auf den 1-5 Supporter, nicht auf den 4-4 ADC? No, Drache ist weg. Drake ist Daddy? Yes. Oh. Du hast es gerade legit gleichzeitig mit Malphite gesagt. Du hast es einfach in derselben Millisekunde wie Malphite gesagt. Oh, hier hast du gesagt. Ja. Bist du da? Mhm. Eins. Jetzt. Easy. Eins jetzt. Ja, das war mein Cooldown von der Ulti. Die war auf einer Sekunde noch. Ich wollte was runterzählen. Holen wir. Danach vielleicht sterben wir dafür. Du rennst. Ja, kommst nicht. Obwohl mit Passiver vielleicht? Nee, okay. Schade. Sorta Worth ist. Midlane Tower ist wichtig, aber eigentlich auch nicht Worth. Ja, komm her. Oh, okay. Da war mein Leben irgendwie schneller weg, als ich erwartet habe. Goodbye. War schön mit dir. Oh Mann. Aber die Rage, Mann, oder? Nee, dafür habe ich zu viel Hunger, muss ich sagen. Als dass das passiert. Wobei, eigentlich ist das ein Indikator dafür. Nee, eigentlich bin ich dafür auch zu müde. Ich bin da. Wir gehen auf den hier. Oh ja. Oh no. Ja, doch. Wir sind zu dritt hier. Machen wir easy. Du nicht Frontline. Ja, hier. Ja, baller den noch weiter weg, Alter. Klar. Oh, was ist hier los? Oh ja, nice. Nicht mich. Nee! Danke. Ui. Ja, ich nehme alle Kills, ich weiß. Und? Besser auf mir als auf dir, Warwick. Nein, du hast mich geschützt. Nee, der Warwick pinkt mich. Alter, macht die Damage. But I died anyways. Ich hab keine schöne Zeit schon wieder. Junge, was ist das? Das ist Nashers Tooth Warwick. Perfekt. Oh, du hast fast auch noch den Velkos geholt, ey. Ich bin viel zu low, leider. Nein. Oh, was zum Fixet? Oh mein Gott, wir fighten, das ist nicht echt, oder? Könnte echt nicht kommen. Ich gehe einfach rein und raus. Ich habe noch geäht, was soll das? Hast du hotteste LoL-Champ, Miss Fortune? Ja, Miss Fortune ist schon hot. Würdest du auch sagen? Der hotteste, though? Ach, sie ist wirklich Top-Tier auf jeden Fall. Oh. Ja. Wie zur Hölle lebt der Velkos noch? Ah, weil er gesonnen hat. Ah, du bist ja okay. Ich hätte ihn fast gekriegt. In den Troll rein. Kriegen wir den Bottling gedefft für beide? Ah, aber er kommt auch. Mein Gott, wieder overextended. Nicht Frontline. Perfekt. Ich ulte den zurück, wenn er dir zu nahe kommt. Als ob, was macht der denn hier? Die Wave ist in der Mitte, Top-Lane ist jemand und der campt in unserem Bottom-Side-Jungle? Tryhard. Fucking AP Warwick, Alter. Sollten Sorda und Baron drumherum spielen, glaube ich. Okay, wir gehen für den Drake jetzt, oder wie? Ey! Sie sind nicht gekommen, ich hab sie nicht getroffen. Oh, falschen geoutet, ey. Ja, wir hätten einfach Baron machen sollen. Hätte ja nichts zu tun. Ah, das war eben. Versucht. Ich kann jetzt auch daran liegen, dass ich gememe picked habe und als Supporter tendenziell all useless bin, dieses Game. Help. Ach man. Muss man Sonjas auch benutzen? Ich habe das noch nicht einmal benutzt. Das hätte mir schon viermal das Leben retten können. Als würdest du gerne arbeiten, wenn du nicht Streamerin wärst. Ich würde wahrscheinlich gerade studieren und nebenbei kellnern.
Ich wüsste gerade auch nicht, was ich studieren würde. Wahrscheinlich noch Jura und ganz traurig sein. Hätte ich mir vorgestellt, wie anders mein Leben verlaufen wäre, wenn ich nicht mit dem Stream angefangen hätte. Das ist crazy, crazy, crazy. Jo, die Q macht schon miesen Damage auf dem AP Warwick Build, aber er carried einfach halt nicht. Okay, RIP. Ah. War good tech. I think that's it. Ja, das probiert. Upsi. Wow. Jetzt bricht Aslan wegen dir sein Studium ab. Nein, Moment mal. Ich habe mit Jura nur angefangen, weil meine Eltern das wollten. Fahrt ein Studium an und fangt dann an zu streamen, Leute. Wenn es was wird, könnt ihr immer noch Streamer werden. Wenn nicht, macht euer Studium zu Ende. Habe ich auch so gemacht. Und was sagst du jetzt zu mir? Ich habe mein Studium nicht zu Ende gemacht. Ja, weil du währenddessen das Stream geklappt hat. So. Ich hab's auch nur wieder willens durchgezogen, aber es war auch einfach, deswegen auch. Es wäre einfach, es stand in keiner Relation damit aufzuhören. Deins war weder einfach noch, Die Ult war halt auch wieder gut gewesen. Stand das im Verhältnis. Ah. What? Yeah. What the fuck? Hier ist ja noch mehr. Vorrat komplett verwirrt, hä? Hey. Dankeschön. Ja, wow. Ich fürchte, jetzt war's das. Didi, I win, I lose, ich bin zufrieden. Bye, have a great time. Thanks for playing with me. Thank you too, yes. Goodbye. Just chatting, ja, ich bin heute nicht für Gaming gemacht. Bin so stolz auf mich, dass ich, nachdem ich zurückkam, heute nach dem Tag noch meine Gardinen. Ich hab übrigens Gardinen, ich hab Gardinen, ich hab endlich Gardinen. War ich auch so stolz auf mich. Und eine Deckenlampe gemacht habe. Wollte ihr eigentlich auch stolz präsentieren jetzt hier im Stream, aber dann hätte ich mein Zimmer aufräumen müssen und da hatte ich echt keinen Bock mehr drauf. I'll be right back. I go to the bathroom real quick. Show us. Yeah.